Vier Tanzkapellen sorgten für Musik nach jedermanns Geschmack. Auch Präsident Ola kam in Tanzstimmung. Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Franz Jonas kam ebenfalls auf Besuch zur Solidarität. Erster Höhepunkt, das Mitternachtskabarett. Und dann wurde es turbulent, es regnete tausende Luftballons. Es war eine echte, doch friedliche Saalschlacht. Noch um 4 Uhr früh war man so in Stimmung. Mancher wusste nicht mehr, ob ihm der Hut zu klein oder der Kopf zu groß war. Eines der zahlreichen modernen Schlagworte heißt testen. Ins Deutsche übersetzt bedeutet es prüfen oder etwa überprüfen. Man testet Raketen, zukünftige Raumfahrer, Flugzeuge und Kraftfahrzeuge. Auch in Österreich wird getestet. Beim ARBÖ zum Beispiel. In der Prüfstelle dieser Kraftfahrerorganisation, die gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit geführt wird, rückt man den Kraftfahrzeugen mit modernsten Geräten zu Leibe. Das Ergebnis dieses Tests ist verblüffend und zeigt uns, wie wertvoll eine ständige Überprüfung des Kraftfahrzeuges ist. Vorsichtig errechnet sind rund die Hälfte aller Fahrzeuge, die in Österreich zugelassen sind, aus irgendeinem Grund nicht voll verkehrssicher. Ein blitzblank polierter Lack ist nicht alles. Schon ein kurzer Blick hinter die Lackkulisse des Fahrzeuges zeigt den Fachleuten des ARBÖ oft, hier stimmt etwas nicht. An diesem Wagen stimmt sogar sehr vieles nicht. Die Reifen zum Beispiel weisen empfindliche Mängel auf. Und zwar an der Innenseite, wo es der Fahrer des Wagens nicht sehen kann. Auch die Achsschenkel sind nicht in Ordnung. Sie haben, wie es in der Fachsprache heißt, Luft. Nur Zehntel Millimeter und doch genug, um einen schweren Verkehrsunfall verursachen zu können. Die Säuredichte der Batterie wird genau überprüft. Motoren untersucht man in der Prüfstelle des ARBÖ mit einem SAN 300 Tester. Dieses Gerät zeigt vollautomatisch Vergasereinstellung, Zündfolge und richtige Ventileinstellung. Sollte am Motor auch nur eine Kleinigkeit fehlen, zeigt es dieses Gerät unbarmherzig an. Die Probefahrt mit dem Wagen ist die praktische Krönung des Tests. Sie ist eigentlich mehr eine Formsache, denn das Testpersonal des ARBÖ kennt die guten und schlechten Eigenschaften des Wagens schon, und zwar genauer, als es eine Probefahrt zeigen könnte. Der SAN 300 Tester hat alle Fehler genau registriert. In dem Zustandstest der Prüfstelle kann der Besitzer des Wagens dann nachlesen, was er alles zu tun hat, damit er und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Kommt der Kraftfahrer nicht zum ARBÖ, dann kommt der ARBÖ zum Kraftfahrer. Mit Kleinbussen, die ein Zelt und mobile Prüfgeräte an Bord haben. Auch in den entlegensten Ortschaften schlägt der ARBÖ seine Zelte auf. Und hier wird der Kraftfahrer genauso gut bedient wie in der Wiener Zentrale des ARBÖ. Die mobilen Testgeräte sind zwar kleiner,
aber ebenso genau wie der große SAM-300-Testor. Auto im Rollstuhl? So etwas gibt es bei der Wiener Feuerwehr. Diese Rollen wurden konstruiert, um geparkte Fahrzeuge rasch und möglichst sanft aus einer Gefahrenzone bringen zu können. Und weil gerade Leute, die sich mit so komplizierten Problemen beschäftigen, oft auf Kleinigkeiten vergessen, hat der ARBÖ bei der Wiener Feuerwehr eine Scheinwerferkontrolle durchgeführt. Das Ergebnis? Nun ja, also 70% aller überprüften Scheinwerfer waren nicht ganz richtig eingestellt. Die ARBÖ-Männer haben das allerdings sofort in Ordnung gebracht. Und sie haben auch einige defekte Lampen ausgetauscht. Gratis. Woraus man ersehen kann, dass es sehr nützlich ist, auch ein gut gepflegtes Fahrzeug hin und wieder testen zu lassen. Und dass das Wort testen nicht unbedingt nur ein Schlagwort sein muss.